So, willkommen zurück, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ihr seht, wir haben jetzt alles schon gemacht gehabt. Wir haben Sonnenblumen drauf gehabt, wir haben abgeerntet. Dann haben wir unsere Felder gemessen. Dann hatten wir ja gepflügt. Gruber und Pflügen ja am 1 mit den Tiefenlockerer. Und haben jetzt schon wieder Kalk drauf gemacht. Jetzt haben wir den Vorteil, dass unsere Felder so grünlich sind. Jetzt gehen wir hin und machen jetzt hier Sojabohnen drauf. So wie ich das auch haben wollte von meinen Feldern. Hätten wir ja die zwei kleinen, Feld 46, Feld 6 mit Sojabohnen und das Feld hier. Um zu einfach um einfach ein bisschen Einnahmen reinzukriegen. Und wenn wir dieses hier fertig haben, fahren wir noch auf einem anderen Feld. Da müssen wir aber erstmal wieder direkt mal Samen reinmachen, wo wir dann noch ein Feld sehen müssen, wo wir da Tritikale drauf machen. Und dann müssen auch schon wieder Felder soweit fertig sein, um abernten zu können. Dann machen wir nämlich, wenn wir die abernten, machen wir dann GPS, wo wir noch ein bisschen was für uns lagern und den Rest werden wir dann verkaufen. Und bei Sojabohnen ist ja nochmal unser Vorteil, dass wir dort Gott sei Dank keinen Dünger brauchen. Der Sojabohnen braucht keinen Dünger. Können wir vorne das Ding eigentlich schon wieder auf den Deck stellen? Werden wir das Taktschnitzel erstmal einlagern.
Okay, das war zu heftiger Speicher. Das war jetzt ein bisschen heftig, das Speichern. Nun, das sieht doch alles gut aus. Ist da? Müssen wir das Gerät gleich nochmal entauffüllen. Wir dann aufs nächste Feld fahren können. Das sieht auch schon gut aus. So entlang. Na komm.
So, dann sind wir hier gleich fertig. So, dann werden wir eben noch nachfüllen. Gut aus. Na, da die Fälle sind fertig. Doch mein Maisfeld? Nein, Maisfeld ist noch nicht fertig. Zuckerrüben, glaube ich, jetzt auch schon fertig, okay. Das wieder. Nein, wollen wir nicht. Na, genau. Dann fahren wir jetzt ab. Was? So, das war's auch von mir wieder heute. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über einen Like. Ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Samstagnachmittag. Bis dahin, macht's gut. Euer Mario.